So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Record Keeper. Ja, letztens haben wir Cloud bekommen und haben den ersten Realm von Final Fantasy 4 gemacht. Und heute werden wir, wie versprochen, Final Fantasy, was für Final Fantasy, ich meine halt den Event machen, was jetzt momentan gerade aktiv ist, und zwar das mit Cecil. Man hört bestimmt im Hintergrund bei uns, das ist ziemlich krasser Wind gerade am Start. Und ja, Challenge Event, da treten wir auf jeden Fall mal ein. Ah, bevor ich mal vergesse, wir haben doch letztens keinen bekommen. Ja, das brauchen wir nicht weg. So, Party. Bisschen lauter. So, Party Member. Edit Party. So, kein, da haben wir den ja. So, der kommt auf jeden Fall in die Gruppe. So, da bekommt, muss man nochmal kurz dann seine Equipments angucken. Equipment. Was können wir denn geben, dass der irgendwie gescheit angreift? Wie viel Damage macht denn der? 15. Ja gut, dann geben wir mal einfach so einen Dagger. Wird jetzt eher weniger Schaden machen, aber ist halt nicht schlimm. Der steigt jetzt erstmal ein bisschen mit dem Level hoch. Und das ist alles Gute. So, dann gehen wir mal hier direkt zu dem Event. Nein, falsch. Falsch. Jetzt kann es ein bisschen rütteln. Entschuldigung. So. Mithraven Blade. Ah, wir haben unseren Free Relic vergessen. Das können wir auch noch holen. Wir bekommen ja jeden Tag einmal die Chance auf ein Free-Item. Das haben wir heute nicht gemacht. Oh, das mal schnell. So, Free-Draw. Schauen wir mal, was wir kriegen. Hoffentlich was Gutes. Ja, am besten das Schwert von Cloud, aber nee. Braun, ein Stab. Stäbe wäre jetzt nicht so das, was ich brauche. Aber wir können jetzt mal anfangen. Jetzt. So, Cecil Returns. Entrance. Entrance heißt es. Entrance, genau. So, wir bekommen Mino Growth Egg, ein Mithril, ein Mithril Sword, was ziemlich gut ist, und Skarlatiten. Die sind gut für Waffen. Waffen? Waffen. Waffen. Ja, genau, Waffen. Das ist das Gute. So. Und dann würde ich mal sagen, next. Das hängt so extrem, das ist Wahnsinn. So, dann nehmen wir hier irgendwas, was die Gruppe gut Schaden machen kann, weil ich hier am Anfang. Oh, nehmen wir direkt hier Sephiroth. Zu Battle. Ah, es kommt sowieso kein Boss. Das ist das Gute. Bei dem ersten haben wir erstmal keinen Boss. Jetzt könnt ihr aber auch die Melodie hören, das heißt, habe ich es hingekriegt. Bloß, ich hoffe, mich kann man gut verstehen, aber es ist ja nicht schlimm, ihr wollt ja eigentlich sehen, was in dem Spiel abgeht, und ich kommentiere das jetzt nur ein bisschen, dass da auch ein bisschen Abwechslung reinkommt. So, schauen wir mal, ob die gut Damage machen hier. Ja, 116 mit so einer Scheißwaffe ist auch okay. Macht Cloud zum 200, passt.
Okay, dann machen wir jetzt das mal automatisch, weil hier brauchen wir nicht Spirits und Geister. Da, bei diesem Teil ist es auch so ein bisschen spookiger, so habe ich es gesehen, also kennengelernt. Irgendwie Geister kommen da, Zombies kommen da, was eigentlich ziemlich unüblich, sage ich mal. Also unüblich, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Wort ist. Also es ist nicht üblich, dass da jetzt irgendwie solche Monster oder so kommen. Also es gibt ja Monster wie, was haben wir, in Final Fantasy 7 gab es da irgendwelche komisch zusammengewürfelte, so mutierte Soldaten gab es ja da, diese roten Viecher da. Und das sind halt ziemlich neuere Gestaltungen, finde ich mal, von dem Modell, von den Monstern her, als wie die alten jetzt hier zum Beispiel. Nur so einfach ein Spirit hingeklatscht oder so. Das finde ich auch cool an Final Fantasy 7 zum Beispiel. So, schon einige Level up. Battle Axe und ein paar Orbs. Mal ein paar Orbs sammeln, dass wir mal ein paar gute Materials herstellen können, damit wir auch mal gescheitere Zauber wie Doppelzauber, das ist ziemlich gut, finde ich. Oder auch Power Break. Auf jeden Fall, das müssen wir haben. Defense Break, also Armor Break, auf jeden Fall auch. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Wir haben ja noch erstmal ein paar Folgen vor uns. Und danach kommt's. So, automatisch wieder. Und wie gesagt, also YouTube mache ich jetzt nur so jetzt nebenbei, das macht mir Spaß. Ich habe schon viele Videos früher gemacht und habe irgendwie wieder die Lust dazu bekommen. Und es ist ein Riesentraum ist von mir, irgendwie Geld damit zu verdienen, aber ich weiß nicht, also da fehlt ihr, ihr müsst abonnieren. Spaß, also ich mache das jetzt nicht wegen dem Geld hauptsächlich. Ich würde es auf jeden Fall erstens nur wegen dem Spaß machen, um Leuten etwas zu bieten, sag ich mal, und auch zu zeigen, dass es mir auch Spaß macht, die Spiele zu spielen. So, nächster Kampf besiegt. Jetzt müsste eigentlich der Kang noch mal besteigen. Jawohl. Und wir haben 3.44 Uhr, das ist, weil ich immer spät nach Hause komme. Und ich komme halt jetzt nur, jetzt finde ich halt die Zeit aufzunehmen, deswegen ist es halt so, ja. Begin Battle. Ich kann ja auch mal ein bisschen erzählen, so was ich gemacht habe. Also wir hatten zum Beispiel gestern bei uns das große Lichterfest. Also ich wohne in Stuttgart und da gab es ein riesen Feuerwerk. Da kamen auch die verschiedenen Radiostationen, sage ich mal jetzt da. Die haben da verschiedene Bühnen aufgestellt und da waren wir. War ziemlich lustig, war ziemlich cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr in Stuttgart seid, auf jeden Fall einmal zum Lichterfest zu gehen. Das ist jetzt leider vorbei, das gab es nur gestern. Gestern gab es nur. Und genau, leider nicht mehr wieder. Also muss man halt wieder mal ein Jahr warten. Aber ich, auf jeden Fall super. Kann ich euch empfehlen. So, letzte Gruppe und dann haben wir es eigentlich auch mit dem ersten. Wir haben noch gar keine Materie benutzt, aber das ist nicht so schlimm, brauchen wir nicht. Nur noch keinen schönen Angriff und dann ist vorbei. Jawohl. Da, 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 da. Und noch ein Level up. So. Da bekommt auf jeden Fall der Kain die Waffe. Damit er auch einen guten Schaden macht. Und plus nochmal Schaden macht, weil er die Waffe aus Final Fantasy 4 ist.
Und dem folgen wir natürlich auch, obwohl er nichts gebracht hat, aber es ist schlimm. Ah, ich hab den voll vergessen. Scheiße, ich hab den vergessen. Shit. So. Party. Equipment. Ready. Equipment. Kein. Oder Kane, ich weiß nicht, wie man den nennt. Kann er jetzt nicht tragen, oder was? Was ein Scheiß. Na gut, dann kriegt er halt die Axt hier. Ja, was ist das für ein Scheiß? Wieso kann er das Schwert nicht tragen? Das regt mich gerade extrem auf. Knife, Dagger. Dagger. Okay, ja, scheiße. Ja, gut. Aber es können wir hier Cryptox geben, anstatt dem Dagger. Ah, nochmal so, genau. Und Mithras Ward hier. 25 Damage. So. Dann bekommt Kane die andere Waffe. Jawohl, perfekt. Bekommt auch Schnelligkeit mal was. Haben wir auch Armor, was ich geben kann? Ne, wir haben noch gar nichts. Okay. So, Rims. Sassy Returns. Mount Ordeals, First Station. Komm, jawohl. Und wir bekommen Earth Orbs. Damit können wir eigentlich ziemlich gute Sachen machen. Also wie gesagt, in den Events kriegen wir immer ziemlich gute Sachen, das ist das Gute. Und ja, next. Damit können wir auf jeden Fall eine ziemlich starke Gruppe aufbauen, damit wir später für Elite Realms dann ziemlich gut gewappnet sind. Jetzt habe ich irgendwas genommen, was ich nicht wollte, aber egal, ich benutze es sowieso nicht. Okay. Coole Melodie, übel coole Melodie. Und soweit ich das gesehen habe, kriegen wir danach ein Mithril. Damit können wir eigentlich dann unser erste Relict Found machen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir was Gutes. Können wir auf jeden Fall mal probieren. Jawohl. Und noch eine Truhe. Da sind viel zu viele Stabträger in der Gruppe. Da muss einer auf jeden Fall weg, finde ich. Weil ich ziemlich viel auf physischen Schaden Wert lege, finde ich es halt ziemlich gut, wenn ich das habe. Also ich finde ja Squall ziemlich cool, aber Sephiroth wäre jetzt auch cool. Sephiroth Event gab es jetzt schon. Letztens kam. Hätte ich das da gemacht, dann wäre es besser. Ja. Begin Battle.
Laden, laden, laden. Letzter. Was haben wir denn hier eigentlich als Verteidigung? Brauchen wir nicht. Angriff ist die beste Verteidigung. So sehe ich das. Ja. Du brauchst auf jeden Fall nicht zu versuchen zu heilen. White Mage. Zu Schaden zu machen. So. Machen wir ja guten Schaden noch. Für den Anfang ist es ziemlich gut. So. Jetzt können wir hier einmal Blitz machen. Du kannst mal verteidigen. Du machst einen Angriff. Du machst einen Angriff. Du machst einen Angriff. Das ist also racist. Na scheiße, habe ich jetzt... Oh, fuck. Dem Limits tue ich auf jeden Fall für die Bosse aufheben. Damit wir da gut mit dabei sind mit dem Schaden. Weil ich weiß nicht, wie viel Leben die haben. Und wieder 1008 Experience. Sehr schön. Und eine Robe. Können wir nach dem Realm dann auf jeden Fall benutzen. So, jetzt kommt der mit dem Boss-Part. Komm, okay, begin battle. So, upgrading equipment. Upgrade equipment to raise its level and increase its stats. Das sage ich auch noch. Das ist die Verbesserung von dem Equipment. Von den Sachen, was man hat, kann man verbessern. Aber das zeige ich dann in der nächsten Folge. Das ist jetzt noch nicht so relevant, sag ich mal. So, 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 so. So, jetzt der Bosskampf. Was ist es? Ah, das ist die Lilith. Was macht der jetzt? Mal schauen mal. Macht er jetzt für die Gruppe oder nur für eine Person? Ah, okay, für alle. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir hier mal ein Feuer. Der macht einen normalen Angriff. Der heilt mal. Zum Spaß. Machen wir einen Sonic Break. Thunder. Ja, okay, 30 Schaden bringt nichts. Und ein Double Jump. Jetzt hat er wirklich Cloud. Oh man. Cloud verwirrt. Ist nicht gut. Verteidigen. Da kann ich mal angreifen. Ja, genau. Ja, genau. Greift einfach Kane an. So, du. Angriff. Jawohl. Geschafft. Sehr schön. Ich war die Sound nach. Und Kane ist Level 6. Und natürlich drei yes, Trophäen. Earth Orb bekommen, Non-Elemental und ein Mithril-Schild. Oh, scheiße, wir haben jetzt kein Mithril bekommen. Oh man. Scheiße. Jetzt wollen wir noch zum Abschluss noch ein Relikt aufmachen. Oh man. Was ein Scheiß. Wie viele Minuten nehme ich schon auf? Schauen wir. Ja, okay. Was noch passiert?
Und was wir für Sachen hier kriegen, oh, schauen wir mal. Ja, gibt's auch gute Sachen, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ja, was noch passiert, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Final Fantasy Record Keeper. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bye.